Hambach im Mai 2018. Zu diesem Marsch der Patrioten hat ein CDU-Mitglied eingeladen. Im Hambacher Schloss werden später Redner ihre Überfremdungssorgen artikulieren. Auch AfD-Chef Jörg Meuthen wird hier reden. Die Nähe zur CDU gefällt ihm. So bürgerlich sieht er auch seine Partei. Nicht alle wollen Meuthen hier sehen. Und nun machen sie Rabatt. Unten geht's um Solidarität statt Fremdenfeindlichkeit. Um Offenheit statt Faschismus. Ich bin ja seit Juli 2015 Vorsitzender dieser Partei. Zunächst gemeinsam mit Frau Petri, jetzt mit Herrn Gauland. Und ich höre diese Geschichte des vermeintlichen Rechtsrucks vom ersten Tag an. Also es war der 4. Juli 2015, hieß, jetzt rückt die AfD ganz weit nach rechts. Ich habe seitdem, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Mal gehört. Wir müssen also sozusagen als Ultramarxisten ganz links außen gestartet sein, um irgendwo da anzukommen, wo wir jetzt sind. Das ist ein Märchen, das gerne und dankbar aufgegriffen wird. Das funktioniert als Stigmatisierung ganz wunderbar. Es stimmt nur nicht. Viele hier eint die Angst vor vermeintlicher Überfremdung. Unter den Gästen prominente Gesichter der CDU-Rechten wie Vera Lengsfeld und AfD-Größen. Parteichef Meuthen mit einer Kampfansage. Meine Damen und Herren, und an dieser Stelle und an diesem Ort, hier und heute auf dem Hambacher Schloss, sage ich bewusst, liebe patriotische Freunde im Geiste, wir akzeptieren diese Preisgabe unseres Landes nicht. Und wir werden uns gegen sie auf jedem demokratischen und rechtstreuen Wege erwehren, bis wir obsiegt haben. Konservativ bürgerlich oder am rechten Rand? Wie radikal ist die AfD? Burgscheidungen in Sachsen-Anhalt, einige Wochen später. Rund 1000 Gäste warten auf Einlass zum jährlichen Kyffhäuser-Treffen auf Einladung des Flügels. Der Flügel ist die Rechtsaußenströmung der AfD, völkisch und betont national. Die Presse muss vor dem Schlosstor bleiben. Der völkische Flügel prägt längst mehr als die ostdeutsche AfD. Wer in der Partei Einfluss haben will, ist hier dabei. Auch die Parteispitze um Jörg Meuthen marschiert mit und macht beim Flügel Stimmung. Alexander Gauland ist ebenfalls dabei. Liebe Freunde, die Bundeskanzlerin will vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie abtritt. Sie will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben. Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Und das wollen wir nicht. Das wollt ihr auch nicht. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines ist klar und unmissverständlich. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. In diesen Zeiten ist Mut eine berechtigte Portion Wut und vor allen Dingen ziviler Ungehorsam die erste Bürgerpflicht. Denn wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Danach
Angriffe auf Journalisten. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Nehmen die Kamera weg. Ganz ruhig bleiben, okay? So, Sie nehmen jetzt hier erstmal ein bisschen Abstand und den Schirm runter, ja? Genau. Ich mach mich nicht von jedem Arsch noch fotografieren lassen. In welcher Fraktion bist du denn hier? Hey, hey, hey! Weil ich rum ist, hab ich doch keinen Bock auf die Fresse. Hilfe! Was soll denn das? Hilfe! Ja, mach, komm, mach ein paar Fotos. Schämst was ist denn los mit Ihnen? Was ist denn los was mit Ihnen? Was ist los mit mir? Wollt ihr euch ins Netz stellen oder was? Wollt ihr euch ins Netz stellen? Ey! Spinnst du, Mann? Fass dich an, Joch. Fass dich an. Ja? Hallo. Ja, guten Abend. Was ist hier los? Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht sagen. Dreckige Fotze! Ihr habt schon so viele Fotos von mir. Ihr Dreckschweine! Wir kriegen euch! Hier! Ist das eine Todesdrohung? Das haben wir jetzt aber mit. Ausraster und Tabubrüche. Werden aus Worten Taten ein Muster? Gauland hat selbst gesagt, man wolle die Grenzen des Sagbaren ausweiten. Also das, was vor einigen Jahren noch als politischer Skandal gegolten hätte und das inhaltlich stark kritisiert worden wäre, das wird heute relativ kommentarlos und widerspruchsfrei hingenommen. Das führt letztendlich dazu, dass nicht nur das intellektuelle Niveau von politischen Debatten sinkt, sondern es führt auch dazu, dass es eine stärkere Verhetzung im öffentlichen Diskurs gibt. Eine solche Verhetzung des öffentlichen Diskurses schürt interne Konflikte und spaltet eine Gesellschaft. Matthias Manthey auf dem Weg in den Landtag. Der Jurist ist Gründungsmitglied der AfD Mecklenburg-Vorpommern, war jahrelang ihr Vorsitzender. Ein ehemaliges CDU-Mitglied zudem. Dort fehlten ihm die konservativen Werte. In der AfD sah er einen Aufbruch. Vergeblich. Im Herbst 2017 trat er aus. Zu radikal war ihm seine AfD geworden. Was ich immer wieder erlebt habe in der AfD, dass Mitglieder, sie nennen das immer das System. Für sie ist es immer das System. Es gibt eine große Systemfeindlichkeit, was für mich heißt, das kann nur bedeuten, dass man eben unsere Verfassung ablehnt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist eben das Problem. Wenn ich den Parlamentarismus ablehne, dann lehne ich eben unsere Verfassung ab. Ich selber habe es erlebt auf einem Parteitag, dass eben ein Mitglied offen zum Widerstand aufgerufen hat und ganz offen den Parlamentarismus abgelehnt hat. Trotzdem wurde dieses Mitglied in den Vorstand gewählt. Also man kann auch gar nicht davon reden, dass sie nur einfach geduldet werden, sondern sie werden praktisch sogar aktiv in Führungsfunktionen gewählt. Manthey war früher Richter und Staatsanwalt. Das AfD-Verständnis von Rechtsstaat und Demokratie sei nicht mehr das seine, sagt er. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gründete Matthias Manthey zusammen mit anderen ehemaligen AfD-Abgeordneten eine neue Partei und Fraktion. Dann sehen wir uns später. Alles klar, bis gleich. Viele AfD-Mitglieder reagierten darauf mit Hass. Also es ist nicht so, wie es normalerweise ist. Partei tritt man ein, tritt man aus, sondern wir wurden hier bedroht. Und es wurden hier in WhatsApp-Gruppen, ja, ich sag mal, Diskussionen geführt über, ja, ich muss es so sagen, über unsere Ermordung, weshalb ich auch Strafanzeige dann gestellt hatte. Und ja, ein Beispiel wäre dann mal hier, dass ein AfD-Mitglied geschrieben hat, früher hätte man so jemanden an die Wand gestellt. Oder hat hier geschrieben, der dürfte nicht über die Straße gehen, wenn ich da langfahre. Es ist im Grunde eine Art und Weise, wie man sie eigentlich nur von kriminellen Banden oder extremistischen Kameradschaften kennt. An eine konservative, bürgerliche AfD glaubten Manthey nicht mehr. Die Mehrheiten sind nicht mehr zu gewinnen für eine bürgerliche Partei. Die Mehrheiten bestimmen die Radikalen. Und deshalb ist es mir eigentlich dann auch egal. Selbst wenn von der Mitgliederzahl her vielleicht nur 30, 40% der Mitglieder radikal sind,
spielt es aber keine Rolle, weil man diese Leute sozusagen hoffähig macht. Ich mache sie quasi salonfähig. Und das ist das Problem. Und das ist so ein Vorwurf, den ich mir vielleicht auch selber auch machen muss. Und das ist auch eine Auseinandersetzung, die auch heute noch, bis heute noch Mitglieder in der AfD mit sich selber führen müssen eigentlich, ob sie das wirklich für richtig halten. Gucken Sie sich bitte an, von wem diese Partei geführt wird. Und dann sagen Sie mir mal, das seien Radikale. Das müsste auch ein Herr Manta erkennen, dass das so nicht ist. Also es wird ja gerne medial kolportiert, irgendwelche Rechtsextremen würden in der AfD längst den Ton angeben. Das sind die üblichen Reflexe, aus den uns nicht gehobenen Kreisen uns in ein bestimmtes Licht zu setzen, das freilich mit der Realität nichts gemein hat. Zwei Verbände der Partei Jugend werden inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Einzelne bayerische AfD-Mitglieder ebenfalls. In Thüringen prüft der Verfassungsschutz eine Beobachtung von Björn Höckes Landesverband. Höcke schwört die Partei auf Fundamentalopposition ein, will sie auf der Straße sehen. Und so öffnet sich die AfD immer weiter für ultrarechte Gruppen. Auch für die islamfeindliche Pegida in Dresden, wo Höcke gefeiert wird. Wollen wir die freiheitlichen Errungenschaften unserer Zivilisation auf dem Altar des Multikulturalismus opfern, einer Gesellschaft? Und eine erste Kostprobe hat man uns ja in den letzten Jahren schon geliefert. Eine Gesellschaft im latenten oder offenen Bürgerkrieg, der dann nur noch mit totalitären polizeistaatlichen Mitteln in Schach gehalten werden kann. Liebe Freunde, ich habe es immer wieder betont. Ich habe es immer wieder gepredigt. Und ich tue es auch heute wiederum, weil es so wichtig ist. Die AfD ist die letzte Evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland. Droht sonst eine Eskalation? Die Positionen, die es in diesem Umfeld von Höcke gibt, die neigen doch sehr stark dazu, rechtsextremistische Auffassungen anzunehmen. Wenn man sich Höckes Reden anschaut, zum Beispiel die berühmte Dresdner Rede, wo er die AfD als die letzte evolutionäre und friedliche Möglichkeit ansieht, dann ist das eine versteckte Drohung. Denn wenn die AfD scheitert, dann gäbe es ja keinen friedlichen und keinen reformerischen Weg mehr zu einer anderen Gesellschaftsordnung. Und das sind schon sehr vehemente Aussagen, die es in diesem Bereich gibt. Immer heftiger wird diskutiert, ob nicht die ganze AfD ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Auch wegen der Äußerungen von Flügelchef Björn Höcke. Der sieht die AfD als Opfer einer Kampagne. Meiner Meinung nach ist der Verfassungsschutz, so wie er in Deutschland konzipiert ist, leider, muss man sagen, vor allen Dingen auch ein Herrschaftssicherungsinstrument in den Händen der Kartellparteien. Die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz in Deutschland konzipiert ist, die finden Sie in keinem anderen demokratischen Rechtsstand in der westlichen Hemisphäre. Und da besteht dringender Reformbedarf. Die Parteispitze hat eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dem Thema Verfassungsschutz widmen soll. Ein enger Vertrauter von Björn Höcke ist Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Er ist Mitglied im Bundesvorstand und Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Flügelmann Kalbitz schlägt besonders radikale Töne an. Und wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 68er-Erben und Verwalter auf die politische Sondermülldeponie der Geschichte zu befördern, dann nehme ich diesen Teil unseres politischen Auftrages gerne an. Denn da gehören sie nämlich hin. Und ich sage es nochmal, ich bin dafür, habe mal eine Rüge bekommen vom Landtagspräsidenten. Wir werden auf den Gräbern tanzen. Intern wird Kalbitz von einigen schon als künftiger Parteichef gehandelt. Und das, obwohl sich der Brandenburger jahrzehntelang in rechtsextremen Kreisen bewegt hat. Eschede 2007. Ein Zeltlager der neonazistischen heimattreuen deutschen Jugend, kurz HDJ. Die HDJ wurde später als verfassungsfeindlich verboten. Ihr Vorbild war die Hitlerjugend. 2007 mittendrin Andreas Kalbitz. Er sagt, er habe sich dort nur mal umgesehen. Kalbitz war außerdem für diverse extrem rechte Organisationen tätig. Ein Auszug.
Anfang der 90er Jahre war er Mitglied der Republikaner, die damals vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Er trat dem völkischen extrem rechten Witikobund bei. Und er saß jahrelang im Vorstand des Vereins Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der Zeit. Dieser Verein wurde auch von ehemaligen SS-Leuten gegründet. Sie bestritten Deutschlands Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg. Denn damit soll für alle Zukunft eine weltweit einzigartige deutsche Schuld festgeschrieben sein, um unser Volk in einem Zustand ständiger politischer Erpressbarkeit zu halten. Unproblematisch findet das alles AfD-Bundesvorstand Kalbitz. Er sieht keinen Grund, seine politische Vorgeschichte in Frage zu stellen. Also jeder ist natürlich ein Produkt seiner Entwicklung und ich kann mich schlecht von mir selber distanzieren und werde das auch nicht tun. Das ist richtig. Interessant in dem Kontext ist allerdings, dass man auf der sogenannten rechten Seite Menschen diese Entwicklungsoption nicht zugesteht. Auf der linken Seite ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten stehe ich zu meiner Vita, ist Teil meines Lebens. Von Distanzierung keine Rede. Erst 2016 ist Kalbitz auf öffentlichen Druck aus dem rechtsextremen Verein ausgetreten. Damals war er bereits AfD-Funktionär. Die AfD zieht Menschen an, die vorher in traditionellen rechtsextremistischen Organisationen aktiv waren, weil sie das erfolgreichere Modell sind. Das kann man an den Wahlergebnissen ablesen. Und insofern ist es für Angehörige des traditionellen Rechtsextremismus aus strategischen Gründen interessanter, über eine solche Vermittlungsfunktion, die die AfD in die breitere Gesellschaft einnimmt, zu wirken, als sich in Politsekten am rechten äußeren Rand zu bewegen, wo man vielleicht harte Sprüche absondern kann, aber keine gesellschaftliche Relevanz bekommt. Ein Spitzenpolitiker mit rechtsextremer Vergangenheit in einer Partei, die behauptet, keine Extremisten zu dulden. Nachfrage beim Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Darüber werde ich mit Ihnen nicht sprechen, weil Sie mich da mit Dingen konfrontieren. Ich kenne diese Gruppe, die Sie da sagen, echt überhaupt nicht. Kann ich gerne mal mit Kalbitz drüber sprechen, mache ich aber nicht vor laufender Kamera. Also ich würde bei Herrn Kalbitz bestreiten, dass wir es hier mit einem Rechtsextremen zu tun haben. Wir haben es hier mit einem hochgebildeten, hochreflektierten Menschen zu tun, der eine hervorragende Parteiarbeit leistet. Und alles, aber auch wirklich alles widerstrebt mir, Herrn Kalbitz da in irgendeiner Form Rechtsextremismus anzuhängen. So kenne ich Andreas Kalbitz nun, weiß Gott, nicht. Gibt es weitere AfD-Mitglieder mit Beziehungen ins ultrarechte Milieu? Wir recherchieren. Die Kriterien: Wer war Mitglied in einschlägigen oder verbotenen Organisationen? Gibt es Kontakte zu Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden oder werden? Wer gibt extrem rechten Zeitschriften wiederholt Interviews? Werden oder wurden Mitarbeiter mit Kontakten ins radikal rechte Milieu beschäftigt? Wir haben in ganz Deutschland recherchiert. Das Ergebnis: In jedem Bundesland haben AfD-Funktionäre und AfD-Mitarbeiter Verbindungen in die radikal rechte Szene. Insgesamt finden wir weit über 100 Personen bundesweit. Auch in der AfD-Bundestagsfraktion finden sich zahlreiche Abgeordnete und Mitarbeiter mit deutlicher Nähe zum radikal rechten Spektrum. Darunter sind auch extrem rechte Burschenschafter. Eisenach im Mai. Der Burschentag. Hier treffen sich jedes Jahr die Mitglieder der Deutschen Burschenschaft. AfD-Politiker marschieren hier mit. Die Deutsche Burschenschaft ist ein Dachverband. Viele ihrer Gruppierungen gelten als völkisch und nationalistisch. Einige haben gute Kontakte zu Rechtsextremen und der NPD. Deshalb werden diese vom Verfassungsschutz beobachtet. Am Vormittag treffen wir den Sprecher der Deutschen Burschenschaft, Philipp Stein. Während die meisten Parteien radikal rechte Burschenschafter ablehnen, sind sie in der AfD gefragt.
Akademisch gebildet und national eingestellt haben sie Karrierechancen in der Partei. Im Großen und Ganzen ist es so, dass verschiedene Burschenschafter das Aufkommen der AfD beobachtet haben, vielleicht sogar daran mitgewirkt haben, mitunter in der Anfangszeit, und dann gesagt haben, hier tut sich was, dafür gibt es anscheinend auch eine gesellschaftliche Mehrheit, das ist eben eine gute Möglichkeit, sich dort einzubringen, und haben sich dann in der frühen AfD-Zeit relativ oft als Parlamentarier aufstellen lassen. Und als sie dann gewählt wurden, haben sie gesagt, jetzt hole ich Leute nach, denen ich vertrauen kann. Und so sind mittlerweile zahlreiche Burschenschafter in der AfD und in deutschen Parlamenten. 2012 machte die Deutsche Burschenschaft Schlagzeilen wegen der Debatte um den sogenannten Arier-Nachweis. Es ging um die Frage, wer deutsch genug ist, um Burschenschafter zu werden. Also ich habe ja selbst in einem Interview mal geäußert, im Prinzip, dass recht martialisch gesprochen ist, nicht nur eine Frage des Passes, sondern auch eine Frage des Blutes ist. Das ist ein sehr martialischer Ausdruck jetzt. Aber im Endeffekt heißt es nichts anderes, dass also die Abstammung halt auch ein wichtiges Kriterium ist, neben der Sprache, neben dem Bekenntnis, das im Prinzip entscheidend ist. Der Arier-Nachweis scheiterte. Und dennoch, einige Burschenschaften gelten als rechtsextreme Kaderschmieden. Manche werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist für den Sprecher kein Grund für Distanz. Der Grundsatz der Burschenschaft, der deutschen Burschenschaft, und auch mein persönlicher eigener Grundsatz ist, ich werde mich niemals distanzieren und abgrenzen. Das kann ich ganz deutlich so sagen. Nationalistisches Pathos am Burschendenkmal. Hier wird die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Man hat sich mit guten Gründen dafür entschieden, bei der Nationalhymne nur die dritte Strophe des Deutschlandliedes zu singen. Die Aussagen in der ersten Strophe beziehen sich nicht nur auf eine nationalistische Grundauffassung, sondern sie treten ja auch ein für eine Ausweitung des gegenwärtigen deutschen Staates. Letztendlich stellt so etwas auch bestehende Grenzen in Frage. Eine Woche nach dem Burschentag trifft sich die junge Alternative zu ihrem Bundeskongress. Beim AfD-Nachwuchs auffallen viele Burschenschafter. Zum Beispiel Damian Lohr und Torben Braga. Der eine Bundesvorsitzender der jungen Alternative, der andere ihr Pressesprecher. Beim Burschentag haben wir sie noch als Fackelträger gesehen. Damian Lohr, der für die AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz sitzt. Und Torben Braga, der ehemalige Sprecher der Deutschen Burschenschaft. Heute macht er die Pressearbeit für die Junge Alternative und die AfD Thüringen. Er betont Gemeinsamkeiten von Burschenschaften und AfD. Wir stehen beide, glaube ich, für eine differenzierte Wahrnehmung der deutschen Geschichte. Es braucht eben einen selbstbewussten Umgang mit unserer Kultur, mit unserer Tradition, mit unserer Geschichte. Das fordert, wie gesagt, die Burschenschaft, genauso wie die AfD, genauso wie die JA. Was heißt das konkret? Wenn im deutschen Geschichtsunterricht beispielsweise sich nur auf 12 Jahre unsere Geschichte verengt wird und eine wirklich über tausendjährige Geschichte unseres Volkes, unserer Kultur außen vor gelassen wird, nur um einen Schuldkult zu betonen, dann ist das ein falscher Umgang. Schuldkult, ein Begriff aus dem Jargon von NPD und Neonazis. Er soll bedeuten, dass zu viel an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert wird. Einen solchen Umgang mit der deutschen Geschichte zeigt auch Parteichef Alexander Gauland bei der Parteijugend. Wir haben eine ruhmreiche Geschichte. Und die, liebe Freunde, dauert länger als die verdammten 12 Jahre. Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Weniger drastisch, als es Gauland formuliert, steht es bereits im Grundsatzprogramm der AfD. Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiv identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Björn Höcke will das Erinnern an die Verbrechen im Dritten Reich offenbar grundsätzlich verändern. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Jawohl! Wenn diese moralisch-politische Last des Nationalsozialismus wegfällt, dann kann man umso unbeschwerter nationalistische Grundpositionen vertreten. Die AfD ist eingebettet in ein Netzwerk aus Akteuren, die nationalistische Positionen vertreten. Dazu gehören radikal-rechte und sogar rechtsextreme Zeitschriften, Schulungsstätten und Vereine. Besonders auffällig ist die Nähe zu den Identitären. Viele AfD-Politiker sympathisieren offen mit dieser extrem rechten Gruppe. Doch wer sind die Identitären? Ein Video von einer Demo in Berlin. Schnelle Schnitte, moderne Musik. Eine betont fröhliche und friedliche Inszenierung der Identitären. Keine Polizei zu sehen, keine Spur von Randale. AfD-Mitglieder laufen hier mit. Ganz anders sehen die Bilder aus, die Journalisten nach dem Ende der Demo gedreht haben. Die jungen Männer wollen weitermarschieren. In der ersten Reihe auch ein AfD-Mitglied. Sie durchbrechen eine Polizeisperre. Diese Gruppierung wird von AfD-Politikern als friedfertig gelobt. Die Lage eskaliert. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. Der Verfassungsschutz beobachtet die Identitären, hält sie für rechtsextrem. Es sind dort Leute engagiert, die auch schon bei rechtsextremistischen Gruppen mitgemischt haben, bei den jungen Nationaldemokraten zum Beispiel. Und es sind aber auch viele neue Leute dabei, die ganz anders auftreten als früher. Begriffe wie Rasse oder Volksgemeinschaft werden für gewöhnlich nicht mehr verwendet, sondern dann verpackt oder umschrieben über andere Begriffe wie Ethnie, Identität oder Kultur. Im Kern dreht es sich eben immer um Ausländerfeindlichkeit, um Abgrenzung, um Ausgrenzung, um auch die Negierung von Teilen des Rechtsstaates. Ein Feindbild teilen sie mit vielen in der AfD. In Deutschland werde die Bevölkerung gegen Migranten ausgetauscht. In einem identitären Handbuch heißt es: Die ethnisch deutsche Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten verdrängt, ausgetauscht gegen raum- und kulturfremde Zuwanderer. Unser Kampf ist nicht mehr politischer, sondern existenzieller Natur. Im 21. Jahrhundert geht es um nicht weniger als das Überleben unseres Volkes und ganz Europas. Er kennt solche Kampfansagen aus seiner rechtsextremen Vergangenheit. Christian Weißgerber war selbst Neonazi, ist vor einigen Jahren aus der Szene ausgestiegen. In Thüringen war er eine Führungsfigur. Einige seiner ehemaligen Kameraden sind heute bei den Identitären. In deren Parolen erkennt Weißgerber Hetze gegen Migranten, nur neu verpackt. Ich würde persönlich sagen, dass es eben Teil einer Strategie ist, die versucht, über so eine Art Labelkosmetik und über auch Verwirrungstaktiken Sand in die Augen von Leuten zu streuen, die sich mit dem Thema vielleicht nicht ausreichend auskennen und die dann wirklich das Gefühl haben, ja, stimmt, da wird ja gar nicht von Rassen gesprochen, dann kann das ja gar kein Rassismus sein. Oder da wird ja gar nicht von der Wiederauferstehung des Deutschen Reiches gesprochen. Also warum sollen das Neonazis sein? Die Identitären hätten lediglich den Begriff Rasse gegen das Wort Identität ausgetauscht.
so der Szenekenner. Das ist eine Sache, die ich genauso gedacht habe, als ich Nazi war. Alles, was nicht deutsch ist oder alles, was nicht in meine bestimmte Vorstellung passt, sich aber hier aufhält und so weiter, dagegen muss ich vorgehen. Und daraus wird dann, und das ist der eigentlich wichtige Part, der Punkt gezogen, dass man aus Notwehr heraus nur handelt, weil man ist ja selber angegriffen. Man steht gerade auf der Liste der aussterbenden Arten und muss deshalb und darf deshalb auch alles tun, um sich aus dieser Opferposition heraus zu erwehren mit jeder Form von Politik und Gewalt, die nur denkbar ist. Und das wird auch meiner Ansicht nach so gemacht von Identitären und der AfD. August 2018. In einer Dresdner Fußgängerzone wollen Identitäre für ihre Weltsicht werben. Daniel Fiss ist ihr Deutschlandchef, koordiniert ihre Aktionen, spricht mit der Presse. Der 25-Jährige war jahrelang in der Neonazi-Szene aktiv, schon damals ohne Springerstiefel und Glatze. Fiss war noch bis vor wenigen Jahren Mitglied bei den Nationalen Sozialisten Rostock, einer rechtsextremen Kameradschaft. 2013. Eine Kundgebung der jungen Nationaldemokraten. Fiss war Führungskader der NPD-Jugend in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind die letzte Generation, die stellvertretend für so viele andere junge deutsche Menschen auf die Straße geht, um dieses System zu überwinden. Unser Kampf dreht sich nicht um irgendwelche inhaltslosen, schleimigen Wahlprogramme, spiegelt sich nicht in kleinen Reformen und Sonntagsreden wider. Bei der JN ausgetreten bin ich Anfang 2014. Wollen Sie das heute, Ihre Aktivität für die JN und die NPD? Also ich glaube, es waren verschwendete Jahre, ja. Ja, aber inhaltlich? Gibt es irgendwas, wo Sie sich inhaltlich davon distanzieren? Nee, ich bin auf jeden Fall kein Nationalsozialist. Tatsächlich kommen Hitler und das Dritte Reich bei den Identitären nicht vor. Auch nicht der Begriff Rasse. Stattdessen betonen sie, dass Migranten wegen ihrer Kultur nicht nach Deutschland passen würden. Darum sollen sie das Land verlassen. Diese Forderung nennen sie Remigration. Wie soll denn das ganz praktisch aussehen, wenn das in die Tat umgesetzt wird? Wie soll das erfolgen? Na, unsere Aufgabe ist es ja jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht, irgendwelche praktischen Definitionen oder sowas zu liefern. Aber im Endeffekt ist Remigration überhaupt erstmal eine Beschreibung einer Tendenzwende, die wir in Deutschland und Europa insgesamt brauchen. Aber das ist so ein großes, politisch komplexe Ebene, die halt dann tatsächlich auch darüber hinaus ja auch parlamentarische Initiativen und sowas alles erfordert. Was ja nicht explizit unser Aufgabenbereich ist. Was ist denn Ihr Aufgabenbereich? Na, unser Aufgabenbereich ist überhaupt Entwicklungen. Die Stimmung zu erzeugen. Entwicklung zu thematisieren, darüber aufzuklären und eben auch zu problematisieren. Wir sehen es so, dass man eine bestimmte Volksgemeinschaft anstrebt, die man nur anders nennt. Und alle anderen werden ausgegrenzt bis hin zu dem Punkt auch, dass diese Leute dann mit welchen Mitteln auch immer zurückgeführt werden müssen in eine andere Ethniengemeinschaft. Das wird meistens auch so deutlich nicht gesagt, aber es gibt genügend Anhaltspunkte in den Texten, in den Aktionen, dass genau das gemeint ist. Das ist nicht immer einfach zu erkennen für Außenstehende. Gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz klagen die Identitären. Die Gruppe zählt deutschlandweit nur gut 500 Mitglieder. In der AfD haben sie zahlreiche Unterstützer. Klar, die AfD ist für uns ein absoluter Türöffner. Das müssen wir so ganz klar sagen. Und das halt auch gewisse, also wie das zumindest die AfD als parlamentarische Partei, wir eben sehen können, dass sich da jetzt ein politischer Raum eröffnet hat und auch ein gesellschaftlicher Resonanzraum, wo wir eben sehen können, okay, dass unsere Positionen eben nicht völlig isoliert sind. Halle in Sachsen-Anhalt. Dieses Haus ist ein wichtiges Symbol. Es ist ein Zentrum der Identitären in Deutschland. Und hier kann lange Zeit niemand die Nähe zwischen AfD und Identitären übersehen. Immer wieder gibt es Attacken mit Farbbeuteln. Wir haben uns im Juli 2018 mit dem AfD-Politiker verabredet, der hier ein Abgeordnetenbüro hat. Hans-Thomas Tillschneider. So, schnell kam so. So, jetzt kommt rein. Was ich Ihnen zeigen kann, ist hier der schöne Veranstaltungsraum. Das hier ist so ein kleiner Barbereich und wir finden den Raum sehr geschmackvoll. Dieses dunkle Grün
und die Holzmöbel und die Lampen. Also ich finde, es ist ein sehr stilvoll eingerichteter Raum und ich fühle mich hier wohl. Und auf dem Bild, das ist sozusagen die identitäre Gruppe hier von Halle. Da ja. Sind Sie jetzt aber nicht mit drauf, oder? Nee, ich gehöre ja auch nicht dazu. Ich bin ja viel zu alt dafür. Das ist eine Altersgrenze bei denen. Naja, ich denke informell, also das ist schon eine Jugendbewegung und da gehöre ich nicht mehr dazu, leider. Ja. Würden Sie gern? Naja, wenn jetzt noch mal 25 wäre, wäre ich da vielleicht auch bei den Jungs dabei. Ja. Aber, obwohl die vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ja, aber zu Unrecht. Die werden zu Unrecht beobachtet und das will ich auch keinem hören. Diesen Verfassungsschutz, das geht mir so auf den Nerv. Ich rede mir halt den Mund fußlich. Ja. Ich sage immer das Gleiche und mache darauf aufmerksam, dass diese Beobachtung illegitim ist. Und ich hoffe, dass es irgendwann fruchtet. Ich denke auch, dass es irgendwann fruchtet, weil der Wind dreht sich und die Zeiten ändern sich. Rundgang durch das identitäre Zentrum. Also wir gehen jetzt hier in die Büroetage. Da oben ist die Wohnetage. Da gehen wir nicht hin. Und ja, hier sind verschiedene Büros. Hier ist die Küche, können Sie nachher einen Kaffee bekommen. Da ist jetzt ein Grafiker. Hier ist das Bad. In den Büros arbeiten Identitäre zusammen mit Organisationen und Verlagen der radikal rechten Szene. Till Schneider teilt sich sein Büro seit knapp einem Jahr mit einem identitären Aktivisten. Er sieht die Gruppe als Verbündete der AfD. Doch die hat offiziell eine Zusammenarbeit mit den Identitären 2016 ausgeschlossen. Mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Dieser Unvereinbarkeitsbeschluss bringt natürlich eine Haltung zum Ausdruck. Es gibt ja Leute, die ihn beschlossen haben. Bringt eine Haltung zum Ausdruck, die in der AfD verbreitet, die ich für falsch halte. Und dagegen wollte ich auch ein Zeichen setzen. Und das war meine Motivation. Viel enger könnte es ja eigentlich kaum sein als hier in dem Haus. Ist das dann eigentlich nur ein Papiertiger, dieser Beschluss? Das würde ich nicht so sehen. Also der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommener Beschluss. Und wir erfüllen den Buchstaben dieses Beschlusses. Formal. Reden Sie jetzt nicht die Formalitäten klein. Also Formalitäten sind wichtig. Kurz vor Redaktionsschluss kündigt Till Schneider plötzlich an, er wolle sein Büro in diesem Haus aufgeben. Aus taktischen Gründen, wie er betont, um keine Angriffsfläche zu bieten. Auch andere AfD-Politiker waren Gast im identitären Zentrum. Ein Video der AfD zeigt etwa dem Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann bei seinem Vortrag in dem Haus. Identitäre sorgen für die Getränke an der Bar und sitzen im Publikum. Nur ein weiteres Beispiel für die vielen Verbindungen zwischen AfD und Identitären. Insofern müssten auch diese Leute wissen, dass sie sich in unser Blickfeld bewegen, wenn sie sich in dem Haus und auch mit den Identitären oder anderen verfassungsfeindlichen Gruppen zusammentun. Und das wissen auch die Mitglieder der AfD, darüber sprechen wir auch. Und das werden wir über einen gewissen Zeitraum dann auch irgendwann einmal bewerten müssen. Dresden im August. Bei einer Veranstaltung der Identitären treffen wir wieder auf Philipp Stein. Der Burschenschafter tritt heute in seiner Rolle als Chef des Vereins 1% auf. Der spielt eine zentrale Rolle in der Szene. Wir haben heute eine Festivität der Identitären Bewegung, der wir uns alle in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen. Und ich bin heute hier, nicht um die Show zu vermiesen, aber doch um einen kleinen Ausblick zu wagen und ein bisschen Theorie noch in die Sache zu bringen. Steins Verein 1% gilt als eine Art rechtsradikale PR-Agentur. Er vernetzt etwa fremdenfeindliche Bürgerbündnisse, macht Werbung für Pegida oder sammelt Spenden für Identitäre. Berlin im Juli, unter den Linden. Philipp Stein ist Gast der AfD. Er soll einen Vortrag halten. Eingeladen hat die AfD-Bundestagsfraktion Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Gastgeber ist der Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann. Wir haben heute die große Ehre und auch Freude, in den Räumen des Bundestages unsere erste Landesgruppenveranstaltung zu machen.
Und wir haben gedacht, wir laden mal Freunde ein. Philipp Stein bringt zwei ehemals führende rechtsextreme Kader mit zur AfD. Michael Schäfer und Julian Monaco. Beide waren jahrelang im Bundesvorstand der NPD-Jugend JN. Sie pflegten Kontakte zu den italienischen Neofaschisten von Casa Pound. Hier ein Bild von 2012. Monaco war außerdem Mitarbeiter der NPD-Landtagsfraktion in Sachsen. Michael Schäfer war nicht nur Bundeschef der JN. Er zählte auch zur gewaltbereiten rechtsextremen Kameradschaftsszene im Harz. Bekannt als Scharfmacher und Agitator. Diese Typen, dieses Systems stehen für einen Scheiß. Wir stehen für Freiheit. Wir stehen für Veränderung. Wir kennen Michael Schäfer schon seit längerem als Mitglied der Jungen Nationaldemokraten. Er war auch hier Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011. Und gerade im Vergleich zu den Dingen, die Schäfer früher gemacht hat, hin zu den Identitären, haben wir festgestellt, dass sich viele Dinge doch überschneiden. Und manchmal drängt sich so der Eindruck auf, das sei nur alter Wein in neuen Schläuchen. Die rechtsextreme Vergangenheit seiner Mitstreiter stört Philipp Stein nicht. Für ihn bringen sie Fachwissen mit. Herr Monaco und Herr Schäfer sitzen bei uns in sogenannten Expertenkommissionen. Diese Expertenkommission habe ich ja auch im Vortrag angesprochen. Die drehen sich beispielsweise um das Thema Asyl oder auch um das Thema Linksextremismus. Und da muss man eben auch auf Expertise zurückgreifen. Und diese beiden Personen, Herr Schäfer und Herr Monaco, haben Expertise, das heißt wissenschaftliche Expertise. Beide haben durchaus eine einschlägige Vergangenheit. Beide waren in der JN aktiv. Und kennengelernt habe ich die beiden in Dresden. Und ich bin davon überzeugt, dass beide sich dort gewandelt haben. Und dementsprechend war es für mich auch überhaupt kein Problem, die beiden mit in unsere Projekte einzubeziehen. Auch der Gastgeber hat kein Problem mit dem Besuch hochrangiger Ex-Kader der Neonazi-Szene. Nein, das macht mir insofern keine Bauchschmerzen, weil ich dafür bin, dass jeder Mensch auch eine zweite Chance braucht. Und man muss einfach sehen, dass nach einer bestimmten Zeit Menschen sich gerade in diesem Alter auch ändern können. Also, dass sich gerade Menschen aus diesem Spektrum so um die AfD herumgruppieren, wie erklären Sie sich das? Ja, wo sollen sie sich denn sonst sammeln? Die AfD als Magnet für extreme Rechte. Der Parteichef verwahrt sich dagegen. Ich kenne meine Partei und ich weiß, dass wir nicht in diesen rechten Rand reinrutschen, weil wir eine vernünftige Partei sind und weil wir sicherlich eine Partei sind, die man als rechts bezeichnen kann, aber sicherlich nicht als rechtsextrem. Und ich mir absolut sicher bin, dass das auch so bleibt. Zweifelhaft. Das hat der 1. September in Chemnitz gezeigt. Weil ein junger Mann erstochen wurde, mutmaßlich von Asylbewerbern, hat die AfD zum Trauermarsch aufgerufen. Seite an Seite AfD-Landeschefs von Thüringen über Brandenburg bis Rheinland-Pfalz mit den Anführern von Pegida. In den Reihen dahinter mischen sich aufgebrachte Bürger und radikale Rechte. Darunter auch Hooligans, Neonazis und Identitäre. Neonazi-Parole nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung. Gewaltbereite Rechtsradikale und Hooligans gehen auf Polizei und Presse los. All das passiert nach dem Ende des Trauermarsches. Die AfD-Parteigrößen sind da längst verschwunden. Die Straßen der Nation bewahren.